Guten Tag, ihr Lieben. Der Pierre Sonosibles ist wieder hier und ich lese euch ein Märchen aus Schlesien vor. Der wunderliche Geldbeutel. Das denke ich auch ab und zu mal, wenn ich in mein Geldbeutel gucke und nichts mehr drin ist, obwohl ich doch kurz vorher erst Geld abgeholt hatte, aber das ist eine andere Sache. Vor langer Zeit, als die Handwerksburschen nach ihrer Lehrzeit noch auf die Wanderschaft zu gehen pflegten, marschierte einmal ein Schmiedegeselle auf staubiger Landstraße wacker voran. Er hatte gerade die Kirchturmspitze eines nicht mehr allzu fernen Städtchens erblickt und hoffte dort vielleicht einen freundlichen Meister mit Bedarf an zwei fleißigen Händen zu finden. Freilich hatte er kein Geld im Sack, aber er war jung und hatte ein sonniges Gemüt. Hoppla, was kostet da die Welt? Da hörte er plötzlich vom Wegesrand her ein Wimmern. Und als er nachschaute, entdeckte er im dichten hohen Gras ein altes Kräuterweiblein, das seltsam verquer unter einem schweren Bündel Holz begraben lag und ihn hilfesuchend anblickte. Er besann sich nicht lange, sondern befreite sie aus ihrer Pein. Weil sie sich nun aber einen Fuß verletzt hatte und nur mühsam humpeln konnte, bat sie ihn, sie bis zu ihrer nahegelegenen Hütte zu stützen. Er bemerkte ihre Schmerzen und so nahm er sie kurzerhand huckepack und trug sie nach Hause. Ja, er ging sogar noch einmal zurück, das Bündel Holz zu holen, damit sie ein warmes Feuerchen im Herd hatte. »Du hast für wahr ein gutes Herz«, sagte die Alte, als er ihr die Hand zum Abschied hinstreckte. »Hier gebe ich dir ein Geschenk als Belohnung für deine Hilfe. Verwahr es wohl, es wird dir nützen.« Sie überreichte ihm einen kleinen Lederbeutel und wünschte ihm guten Weg und gute Zeit. Er bedankte sich und wanderte dann weiter dem Städtchen zu. Unterwegs nahm er den geschenkten Beutel hervor, um zu sehen, ob etwas darin wäre. Und siehe da, er enthielt gerade genug Geld für ein gutes Abendessen und ein schlichtes Bett im Gasthof. Die Vorfreude auf diese Annehmlichkeiten beflügelte seinen Schritt. Bald darauf schon hallten seine Stiefel durch die Gassen des Städtchens. Er hielt nach dem Schild eines Wirtshauses Ausschau, als er beinahe einen an der Hausmauer hockenden Mann über den Haufen gerannt hätte. Dieser Mann sah so elend aus und hatte solche Verzweiflung im Blick, dass der Schmiedegeselle fragte: »Was tust du hier? Warum sitzt du auf dem Boden?« »Ach, Junge, die Sorgen drücken mich zu Boden. Seit Monaten finde ich als armer Tagelöhner keine Arbeit. Mein Weib liegt krank auf dem Lager und die Kinder weinen vor Hunger.« Sogleich meldete sich des Schmiedegesellen mitleidiges Herz mit dem Wunsch zu helfen. »Dieser Mensch hat's wahrlich nötiger als ich«, dachte er und griff in seinen Rucksack, um dem armen Mann das Geld vom Kräuterweiblein zu schenken. Als er dazu das Lederbeutellehen herausholte, konnte er sich vor Verwunderung kaum fassen, denn es war schwer und prall geworden. Lauter gutes Geld und sogar blanke Dukaten waren darin. Das Erstaunen schlug schnell in Freude um und er gab dem armen Mann reichlich und sagte: »Hier, guter Mann, nun hat deine Not ein Ende.« Mit Glückstränen in den Augen und immerfort Dankesworte stammelnd erhob sich der Tagelöhner, drückte dem Burschen innig die Hand und machte sich dann eilends auf, um seine darbende Familie zu versorgen. Der Schmiedegeselle blickte ihm zufrieden nach und setzte, als er um die nächste Ecke verschwunden war, die Suche nach einem Gasthof fort. Nur einige Straßen weiter stand ein Wirtshaus, aus dem Musik, laute Reden, Gelächter und vor allem der Duft nach leckeren Speisen drang. Hier schien es ihm richtig, also trat er ein. Drinnen herrschte ein lustiges Treiben.
Einige vornehm ausstaffierte Herren zechten und schmausten, scherzten mit aufgeputzten Damen, lachten und sangen und würfelten, als säße ihnen der Spielteufel im Nacken. Der Schmiedegeselle setzte sich an einen freien Tisch und bestellte, als der Wirt zu ihm kam, ein reichliches Abendessen samt einem Glas guten Wein und bat um ein Bett für die Nacht. »Bei mir«, sagte der Wirt, »sind Küche und Keller vorzüglich. Das muss man sich leisten können. Und das Nachtlager, so ist's hier üblich, muss im Voraus bezahlt werden.« »Ach, keine Sorge, Wirt. Daran soll's nicht scheitern«, erwiderte der Bursche und legte einen blanken Dukaten auf den Tisch. Da staunte der Wirt und auch die Zech- und Spielkumpane nebenan wurden aufmerksam. »Hey, was sitzt du da so alleine rum?« riefen sie ihm zu. »Komm zu uns, du sollst viel Spaß haben.« Sie holten ihn an ihren Tisch, schenkten ihm fleißig Wein ein und gaben gleich wilde Geschichten zum Besten, was sie doch für tolle Kerle seien. Nach seiner einsamen Wanderschaft war ihm nach Menschen zumute und so beachtete er gar nicht, in welch feine Gesellschaft er da geraten war. Der Wein und die prahlerischen Reden vom angenehmen Leben benebelten seine Sinne, und ehe er sich's versah, saß auch ihm der bis dato unbekannte Spielteufel im Genick. Er würfelte und zechte und zechte und würfelte und verlor eine Runde nach der anderen. Die Zechrunden waren der Einsatz, und der Wirt schrieb emsig mit Kreide auf eine Tafel, was ein jeder ihm schuldete. Als die Turmuhr Mitternacht schlug, meinte der Wirt, nun sei es genug für heute und er wolle jetzt mit ihnen abrechnen. Da zog jeder der Kerle seine Geldbörse hervor und gab dem Wirt die geforderte Summe. Am meisten freilich sollte der Handwerksbursche bezahlen. Schließlich hatte er auch die meisten Runden verloren. »Ach, was soll's, das macht gar nichts«, meinte er achselzuckend und dachte dabei an die vielen blanken Dukaten in seiner Tasche. Als er nun sein Lederbeutellehen hervorzog, wurde er bleich wie die Wand. Der Beutel war dünn, schlaff und viel zu leicht. Hastig schüttelte er ihn, doch statt blanker Dukaten rollten zwei alte Hosenknöpfe auf den Tisch. Zuerst war es mucksmäuschenstill im Raum, dann brach der Tumult los. Der Wirt zeterte um sein Geld, die Spielkumpane schrien und nannten ihn einen Betrüger und er selbst stammelte etwas von Dukaten und Zauberbeutel, doch keiner wollte ihn anhören. Das ging so lange, bis der Wirt plötzlich energisch ausrief, »Schluss jetzt! Entweder ihr zahlt seine Schulden oder wir sehen uns alle vor dem Richter wieder.« Von der Gerichtsbarkeit wollte allerdings keiner etwas wissen, und so legten sie zähneknirschend zusammen und gaben dem Wirt das Geld. Dann packten sie den Schmiedegesellen, zerrten ihn auf die nächtliche Straße und ließen dort ihren Ärger an ihm aus. Solche Prügel hatte er fürwahr sein Lebtag noch nicht bezogen. Sie bläuten ihn durch, bis ihm das Hören und Sehen verging. Endlich ließen sie von ihm ab und verschwanden in der Nacht. Am nächsten Morgen rappelte er sich auf und erfrischte sich am Brunnen, damit sein Kopf wieder klar wurde. Aber alle Glieder taten ihm weh und sein leerer Magen knurrte wie ein Hofhund. Längst war ihm klar geworden, welch einen wunderlichen Geldbeutel ihm das alte Kräuterweiblein geschenkt hatte. Tat man Gutes, so war reichlich Geld darin. Tat man Lasterhaftes, so blieb der Geldsegen aus. Wohlan, denn, dachte er, ich will's mir merken. Als er am Marktplatz vorbeiging, stieg ihm der Duft frisch gebackener Semmeln in die Nase. Kann es denn lasterhaft sein, dachte er, für meinen hungrigen Magen eine Semmel zu begehren? Er machte die Probe, zückte den Geldbeutel und siehe da, er enthielt sogar genug Geld für zwei Semmeln und noch ein Stück Käse dazu.
Nun sah die Welt doch schon wieder besser aus und frohen Mutes wanderte er aus diesem Städtchen hinaus, denn er wollte lieber woanders sein Glück suchen. Er kam viel herum, diente fleißig so manchem Meister und tat mit seinem wunderlichen Geldbeutel fortan viel Gutes. Eines Tages kam er zu einem alten Schmiedemeister und trat in dessen Dienste. Dieser Meister hatte eine Tochter, die an Liebreiz und Edelmut kaum ihresgleichen fand. Schon bald waren die beiden jungen Leute aufrichtig ineinander verliebt und nach einer Weile hielt der Bursche um die Hand des Mädchens an. Der Vater war beglückt, einen solch gutherzigen Mann für seine Tochter und tüchtigen Nachfolger für seine Schmiede gefunden zu haben. So gab er ihnen mit Freuden den väterlichen Segen und die Hochzeit wurde festgesetzt. Gar zu gern wollte der junge Schmied seiner Braut ein schönes und edles Hochzeitsgeschenk verehren. Doch woher sollte er das Geld dafür nehmen? Sofort fiel ihm sein wunderlicher Geldbeutel ein. Würde der ihm diesen Wunsch gewähren? War sein Begehr etwa unbescheiden und eigennützig? Er ging in seine Kammer, holte das Lederbeutellehen hervor und schüttelte es zaghaft, ob vielleicht Dukaten zu hören waren. Doch er vernahm nur ein ganz leises, helles Klingen. Und als er hineinschaute, da lagen zwei edle Ringe und eine wunderschöne goldene Halskette für die Braut darin. Sie lebten viele, viele Jahre im Glück, Gesundheit und Wohlstand. Der Schmied war ein hochgeachteter, mildtätiger und rechtschaffener Mann und nur selten dachte er noch an den wunderlichen Geldbeutel seiner Jugend. Erst als er seinen Enkeln von früheren Zeiten erzählte, wollte er ihnen auch das Beutlehen zeigen, das ihm einst auf solch wundersame Weise den gerechten Weg gewiesen und Glück beschert hatte. Doch er konnte es nicht mehr finden, so sehr er auch danach suchte, es blieb verschwunden.